Bernhard Höcker, geb. Bernhard Höcker von Mühlenfels, geboren am 20. März 1970 in Neustadt an der Weinstraße, Deutschland, ist ein berühmter Schauspieler, Komiker und Moderator. Seine Karriere ist mit Comedy-Shows verbunden, insbesondere mit Switch und seiner Rolle als festes Mitglied der Beratungsgruppe Genial daneben von 2003 bis 2011. Bernhard Höcker begann seine Schauspiel- und Comedy-Karriere in den frühen 90er Jahren, dank seines einzigartigen komödiantischen Stils und seiner vielseitigen schauspielerischen Fähigkeiten. Zu großer Popularität verhalf ihm die Show Switch, in der er viele verschiedene Rollen spielte und das Publikum zum Lachen brachte. Danach beeindruckte Bernhard weiterhin als Mentormitglied in Genial daneben, einer Comedy-Show, in der die Mitglieder lustige Antworten auf seltsame Fragen geben mussten. In dieser Zeit entwickelte sich Bernhard zu einem der beliebtesten Komiker Deutschlands. Im Alter von 54 Jahren erlebte Bernhard Höcker eine große Tragödie in seinem Leben, als bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde. Diese Krankheit beeinträchtigte sein Leben und seine Karriere stark und brachte viel Trauer und Leid mit sich. Seine Frau, immer eine starke Begleiterin und Unterstützerin, war zutiefst traurig über diese Diagnose. Das Leben von Bernhard Höcker ist eine Mischung aus Freude und Leid. Er hatte glückliche und erfolgreiche Momente in seiner Karriere und erhielt vom Publikum Liebe und Bewunderung. Allerdings ist das Leben nicht ohne Herausforderungen und Schwierigkeiten. Die Krankheit im Alter von 54 Jahren war ein großer Schock, aber er kämpfte weiter und bewahrte seinen Optimismus. Derzeit versucht Bernhard Höcker noch, die Schwierigkeiten zu überwinden, die seine Krankheit mit sich bringt. Obwohl sein Gesundheitszustand nicht mehr derselbe ist, behält er seinen Optimismus und seine Liebe zur Kunst bei. Er verbringt viel Zeit mit seiner Familie, insbesondere mit seiner Frau, die ihm in jeder Situation stets zur Seite steht. Bernhard Höcker ist ein Beweis für den Geist der Widerstandskraft und des Lebenswillens. Obwohl er mit Tragödien und Schwierigkeiten konfrontiert war, behielt er seinen Optimismus und seine Liebe zum Leben bei. Obwohl seine Frau über den Gesundheitszustand ihres Mannes traurig war, blieb sie eine ständige Quelle der Ermutigung und Unterstützung. Das Leben von Bernhard Höcker mit all seinen Freuden und Leiden ist eine inspirierende Geschichte von Stärke und Entschlossenheit. Trotz einer schweren Krankheit im Alter von 54 Jahren gab Bernhard Höcker seine Leidenschaft und Liebe zur Kunst noch immer nicht auf. Er nimmt weiterhin an Fernsehsendungen und Veranstaltungen teil, wenn auch seltener als zuvor. Jedes Mal, wenn er auftritt, bringt Bernhard dem Publikum Freude und Lachen und zeigt dabei einen starken Kampfgeist. Bernhard engagiert sich auch für wohltätige Zwecke und nutzt seinen Ruhm, um Bedürftigen zu helfen und das Bewusstsein für schwere Krankheiten zu schärfen. Er ist für viele zu einer Inspiration geworden, nicht nur wegen seines komödiantischen Talents, sondern auch wegen seiner Widerstandsfähigkeit angesichts von Widrigkeiten. Die Frau von Bernhard Höcker war stets seine treue Begleiterin und größte Quelle der Ermutigung. Die Trauer über die Diagnose ihres Mannes tat ihrer Liebe und Unterstützung keinen Abbruch. Gemeinsam überwinden sie schwierige Tage und finden Freude in den kleinen Momenten des Alltags. Familie und Freunde stehen Bernhard immer zur Seite und helfen ihm, den Optimismus und die Kraft zu bewahren, seine Krankheit weiter zu bekämpfen. Jeden Tag streben sie danach, gemeinsam schöne und wertvolle Erinnerungen zu schaffen. Wenn man auf das Leben und die Karriere von Bernhard Höcker zurückblickt, zeigt sich, dass er viele Höhen und Tiefen durchlebte, sich aber stets seine Leidenschaft und seinen Optimismus bewahrte. Seine Beiträge zur deutschen Unterhaltungsindustrie und sein unermüdlicher Einsatz zur Überwindung von Schwierigkeiten haben für viele Menschen ein leuchtendes Beispiel geschaffen. Die Zukunft mag voller Herausforderungen sein,
Aber mit der Unterstützung von Familie und Freunden wird Bernhard Höcker weiterhin durchhalten. Er hat noch viele Pläne und Wünsche, mehr zur Kunst und zur Gemeinschaft beizutragen. Obwohl sein Gesundheitszustand es ihm nicht erlaubt, so aktiv zu sein wie zuvor, werden seine Leidenschaft und sein Kampfgeist für immer unverändert bleiben. Das Leben von Bernhard Höcker mit seiner Mischung aus Freuden und Sorgen ist eine inspirierende Geschichte von Widerstandskraft und Entschlossenheit. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Komiker, sondern auch ein ehrenhafter Mann, der es immer versteht, Widrigkeiten zu überwinden und ein sinnvolles Leben zu führen. Bernhard Höcker ließ nicht zu, dass seine Krankheit sein Leben bestimmte. Nach Erhalt seiner Diagnose suchte er aktiv nach wirksamen Behandlungen und arbeitete eng mit medizinischen Experten zusammen. Die Behandlung umfasst moderne Medizin und unterstützende Therapien zur Erhaltung der Gesundheit und Verbesserung der Lebensqualität. Obwohl die Behandlungen teilweise ermüdend und schmerzhaft waren, blieb Bernhard stets optimistisch. Er teilt seine Reise regelmäßig mit Fans und schafft so eine Gemeinschaft der Unterstützung und Ermutigung. Seine Geschichten über Widerstandsfähigkeit haben viele Menschen inspiriert, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Bernhard Höcker erhielt viel Unterstützung aus der Community und den Kollegen der Unterhaltungsbranche. Viele Menschen organisierten Spendenaktionen und Veranstaltungen, um ihm während seiner Behandlung zu helfen. Die Solidarität und Zuneigung seiner Mitmenschen halfen Bernhard, sich im Kampf gegen die Krankheit nicht allein zu fühlen. Auch Kollegen und Freunde aus der Branche haben ihre Unterstützung gezeigt, indem sie sich an Projekten mit ihm beteiligten und so die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass Bernhard weiterhin einen Beitrag zur Kunst leisten kann. Diese Veranstaltungen helfen Bernhard nicht nur, seine Präsenz in der Unterhaltungsbranche aufrechtzuerhalten, sondern sind auch eine Quelle großer spiritueller Ermut. Die Familie war für Bernhard schon immer ein starker Dreh- und Angelpunkt. Obwohl seine Frau traurig und besorgt war, stand sie ihm jeden Tag zur Seite, ermutigte ihn und kümmerte sich um ihn. Gemeinsam schaffen sie bedeutungsvolle Momente und genießen das Leben in vollen Zügen. Liebe und Familienverbundenheit sind zu einer großen Kraftquelle geworden, die Bernhard dabei hilft, Herausforderungen zu meistern. Bernhard Höcker hegt stets Pläne und Hoffnungen für die Zukunft. Er möchte ein Buch über seine Reise schreiben und wertvolle Erfahrungen und Lehren aus dem Leben teilen. Darüber hinaus plant Bernhard, sich an Gemeinschafts- und Wohltätigkeitsprojekten zu beteiligen, um den Geist des Optimismus und der Widerstandskraft bei mehr Menschen zu verbreiten. Obwohl der Weg vor uns noch schwierig ist, wird Bernhard Höcker mit Kampfgeist und der starken Unterstützung von Familie, Freunden und Fans auf jeden Fall weiter bestehen und weitere Erfolge erzielen. Sein Leben und seine Karriere sind ein Beweis dafür, dass er niemals aufgibt, egal wie hart die Umstände sind. Schritt für Schritt Karriereentwicklung von Bernhard Höcker. Berufseinstieg, 1990er Jahre. Erste Schritte. Bernhard Höcker begann seine Karriere in den 1990er Jahren. Er schloss sich kleinen Theatergruppen an und trat in Comedy-Clubs auf. Dies war die Zeit, in der er seine Schauspiel- und Comedy-Fähigkeiten übte und so den Grundstein für seine zukünftige Karriere legte. Durchbruch mit Switch, 1999. Die Show Switch, Bernhards Karriere begann, als er 1999 der Comedy-Show Switch beitrat. Dies war eine satirische Comedy-Show, in der er seine Fähigkeit unter Beweis stellte, verschiedene Charaktere zu spielen. Von dort aus baute man seinen Ruf auf und wurde vom Publikum geliebt. Genial daneben, von 2003 bis 2011. Beratendes Mitglied. Im Jahr 2003 trat Bernhard als beratendes Mitglied dem Programm Genial daneben bei.
Diese Sendung entwickelte sich schnell zu einer der beliebtesten Comedy-Shows in Deutschland. Mit seinem Humor und seiner Intelligenz trug er zum Erfolg des Programms bei. Erweiterung der künstlerischen Aktivitäten. Weitere Projekte. Neben Genial daneben wirkte Bernhard auch in vielen anderen Fernsehsendungen wie Switch Reloaded, Remake von Switch und vielen Varietés und Gameshows mit. Er trat auch in Filmen und Radiosendungen auf und erweiterte so den Umfang seiner künstlerischen Aktivitäten. Literarische Karriere. Bücher schreiben. Bernhard Höcker hörte nicht nur mit der Schauspielerei auf, sondern versuchte sich auch als Autor von Büchern. Er hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht, darunter humorvolle Werke und Bücher über seine Erfahrungen und sein Leben. Wohltätigkeits- und soziale Aktivitäten. Sozialer Beitrag. Mit seinem Ruhm beteiligt sich Bernhard auch aktiv an Wohltätigkeits- und sozialen Aktivitäten. Er nutzt seinen Einfluss, um das Bewusstsein für soziale Themen zu schärfen und für wohltätige Zwecke zu werben. Ja, gerade im Frühjahr und Frühsommer findet man immer wieder kleine Hummeln, die ziemlich geschwächt sind und nicht weiterfliegen, selbst wenn man sich ihnen nähert. Und die brauchen dann so einen kleinen Energy-Kick, am besten in Form von Zuckerwasser. Und wir hatten heute Morgen gleich zwei Hummeln gefunden, die ziemlich geschwächelt haben. Und die Kinder waren ganz traurig, dass wir eben kein Hummelwasser dabei hatten. Und deswegen habe ich hier jetzt für den Ranzen, für die Schultasche, einen kleinen Anhänger gebastelt. Da ist dann die kleine Flasche drin mit dem Zuckerwasser. So SOS-Notfall-Hummel-Rettungstäschchen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ist auf jeden Fall ganz, ganz einfach zu machen. Geht ganz schnell. Und ja, alles, was man dafür braucht, habe ich jetzt schon mal hier. Ich habe jetzt hier kleine Fläschchen aus Plastik. Die finde ich persönlich für den Ranzen, für die Kinder besser, mit Schraubverschluss. Und hier gibt es aber auch aus Glas mit einem Korkenverschluss, die sind dann etwas größer. Und dann brauche ich natürlich Schlüsselanhänger. Ich habe jetzt hier solche mit Karabiner und später noch eine Pipette, um das Zuckerwasser einfüllen zu können. Dann natürlich Häkelnadel, passendes Garn,